Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für den Blick auf die Wirtschaft. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Lukas Studer, Mitte Woche hat die US-Notenbank die erwartete Leitzinserhöhung von 0,75% bekannt gegeben. Ist die doch deutliche Erhöhung eine Überraschung? Nein, gar nicht. Die meisten Finanzmarktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass sie in diesem Umfang stattfinden wird. Zudem hat der US-Notenbank-Präsident Powell auch so Signale in die Richtung ausgesendet. Darum wandert der Blick der Anlegerinnen und Anleger bereits auf die nächsten wichtigen Wirtschaftsdaten Anfang August. Welche sind das? Ja, wir haben vielleicht ein bisschen zum Ausholen gesehen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gefallen ist. Das Quartal, bereits das letzte, war ja ein Rückgang. Darum sind wir in einer technischen Rezession momentan. Das Bruttoinlandprodukt ist aber ein rückblickender Indikator. Viel wichtiger sind momentan die vorausblickenden Indikatoren. Und davon sind zwei Anfang August, die publiziert werden. Zum einen Verbraucherpreise und zum anderen der Arbeitsmarktbericht. Was wäre zu erwarten, wenn die beiden Indikatoren einen Hang zur Schwäche zeigen würden? Das würde bedeuten, dass die meisten Finanzmarktteilnehmer von einer Abschwächung oder von der Abkühlung ausgehen in der Wirtschaft. Und das wiederum könnte bedeuten, dass der momentan laufende Zinserhöhungszyklus Ende Jahr bereits beendet sein könnte. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen können das bereits einpreisen und sind in den letzten Wochen von 3,5% auf 2,7% gehalten. Nicht gefallen, sondern gestiegen ist hingegen der Umsatz von Nestlé. Wie sieht die Halbjahresbilanz vom weltgrössten Nahrungsmittelkonzern aus? Ja, Nestlé konnte wieder mal stärker als erwartet wachsen und konnte beim Umsatz 9,2% zulegen. Da muss man aber sagen, dass ein Großteil davon auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Beim Gewinn und bei der Marge mussten sie einen leichten Rückgang entgegennehmen. Die Anlegerinnen und Anleger schätzen aber im momentanen Umfeld die hohe Visibilität der Aktien. Und darum sagen wir auch hier, Nestlé bleibt in einem Portfolio gesetzt. Lukas Studer, danke vielmals für die Ausführungen. Das nächste Akrevis Invest gibt es wieder heute in einer Woche. Ganz einen guten Abend und bis bald. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.